Die Gerüchte haben sich tatsächlich bewahrheitet. Es gab einen ersten Teaser zu insgesamt 14 Erweiterungen für Die Sims 4, welche am Donnerstag offiziell angekündigt wird. Außerdem wissen wir jetzt, was für Inhalte es bis Ende September in Die Sims 4 geben wird. Alles dazu in diesem Video. Nachdem schon seit einigen Tagen Einträge zu einer kommenden Pferdeerweiterung auf den verschiedensten Online-Shop-Seiten kursiert haben, ist es jetzt offiziell. Auf Twitter wurde von den Entwicklern ein kurzes Video geteilt, welches die nächsten Inhalte für Die Sims 4 zeigt. Die wichtigste Ankündigung ist hier aber definitiv die neue Pferdeerweiterung, die auch prominent im Video dargestellt wird. Im Clip sieht man einen winzigen Ausschnitt von einem gezeichneten Sim, der sich in einer neuen Wüstenlandschaft mit rötlichem Stein aufhält. Die Welt erinnert tatsächlich ein wenig an Strangerville. Wie der Stil und die Umgebung aber wirklich aussieht, sehen wir erst, wenn wir erste richtige Bilder der Welt bekommen haben. Für die offizielle Ankündigung müssen wir uns auch nicht mehr lang gedulden, denn diese wird schon am 22. Juni stattfinden. Hier erhalten wir wie immer dann den ersten Trailer, der auf YouTube für 19 Uhr geplant ist, die ersten Screenshots sowie eine ausführliche Produktbeschreibung, welche Inhalte im Pack enthalten sein werden. Abonniert auch gerne meinen Kanal, um die Trailer-Analyse zum neuen Pack nicht zu verpassen. Bevor es weitergeht, das neue Pack könnt ihr demnächst auch günstig bei Instant Gaming vorbestellen. Auch andere Packs findet ihr hier deutlich billiger. Link in der Beschreibung. Jetzt noch zu den anderen gezeigten Neuerungen. Bis auf die Erweiterung, welche wahrscheinlich am 20. Juli erscheinen wird, wurden noch zwei neue Sets und ein neuer Behind the Sims Summit Livestream angekündigt. Welches Thema die Sets haben werden, ist derzeit noch absolut unklar. Hier gibt es, so wie ich es sehe, auch keine heimlichen oder versteckten Hinweise auf dem Video. Auch auf Informationen zum Behind the Sims Livestream müssen wir vermutlich noch länger warten. Hier könnte es unter anderem wieder ein paar News zu The Sims 5 bzw. Project Renee geben. Was denkt ihr zu der News? Freut ihr euch auf die offizielle Pack-Ankündigung am Donnerstag? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.